Ja, moin und willkommen zu mehr Total Warhammer Online Action. Heute mal mit den Grünhäuten gegen die Dunkelelfen. Und ich habe momentan so ein bisschen eine Phase, bei der ich eine Einheit, die ich persönlich so nie wirklich auf dem Schirm hatte und eigentlich gar nicht mehr gedämmert ist, die mal zu benutzen, nämlich Fernkampfstreitwägen, also Plänkler-Streitwägen. Gerade von Goblin-Fernkampfstreitwägen war ich immer der Meinung, dass die eine der schlechtesten Einheiten im Spiel sind. Aber wenn man sich mal überlegt, was diese Streitwägen tun, also die können fernkämpfen, die können Fernkampfschaden machen, da sind sie nicht so besonders toll drin, gerade diese Goblin-Streitwägen. Die machen zwar ein bisschen Fernkampfschaden und es läppert sich auch mit der Zeit, aber was sie eben auch machen können, ist Infanterie umrennen und kaputt chargen. Und das ist natürlich ganz cool, wenn man eine Einheit an der Hand ist, die extrem schnell ist, wie zum Beispiel jetzt diese Goblin-Streitwägen mit 92 Geschwindigkeit, eine der schnellsten Einheiten im Spiel, die plänkeln kann und die zwar auch, wenn der Gegner auf sie zurückschießt, Schaden nehmen, aber es ist bei denen eben nicht so wie bei einer Infanterieeinheit mit Bögen, dass jeder Pfeil irgendwie jetzt eine Einheit ausschaltet, sondern da frisst halt ein Wagen relativ viele Pfeile, bevor er stirbt, und das sorgt dafür, dass ihr bis spät im Spiel immer noch relativ viele Modelle in einem Regiment habt, was dann dazu führt, dass ihr eben lange Zeit möglichst viel Fernkampf-DPS machen könnt, weil umso mehr Modelle natürlich Pfeile abfeuern, umso mehr DPS macht ihr. Und das heißt, wir haben hier drei Goblin-Streitwägen dabei, nämlich die Zahnräubers und zwei normale Goblin-Streitwägen. Mit denen können wir den Gegner ausmanövrieren, wir müssen uns nur eben vor seiner Kavallerie in Acht nehmen, die uns im Nahkampf ziemlich platt machen würde, aber wir können eben mit denen Infanterie gut vernichten. Dann haben wir hier einen sehr schwachen Infanteriekern dabei, der allerdings durch drei Fernkampf-Katapulte Artillerie-Einheiten ausgeglichen wird. Also die Goblins hier in der Frontlinie sollen einfach nur halten, zusammen mit den Achtgipfelspinners, die ja nie fliehen werden, ebenso die Goblins in der zweiten Reihe, zusammen mit Grimgorg Eisenpelz. Dann nochmal zwei Einheiten Goblin-Bogenschützen und zum Abwehren der großen Feinde haben wir hier zwei Big Guns dabei und einmal Big Guns auf den Wildschweinen und hier nochmal eine Einheit Schwarzorks. Das ist einfach gut, eine Einheit dabei zu haben, die auch ein bisschen Power hat. Und ich würde sagen, wir legen mal den ersten Gang ein und gucken uns mal die Armee meines Gegners an. Er hat dabei drei Schatten, eine sehr bedrohliche Einheit mit ihren Rüstungsdingen. Fernkampfangriffen sehr, sehr stark und unsichtbar, wir sehen sie momentan nicht. Ansonsten hat er hier eine ziemlich einfache Frontlinie dabei, also eine einfache Linie hier, mit ziemlich elitären Einheiten. Er hat die Henker, die Schwarze Garde, Speerträger, nochmal Schwarze Garde, nochmal Düsterschwerter, Korsaren, nochmal Schreckenssperre und hier Hexenkriegerin. Malekith auf einem Wagen. Ich weiß nicht ganz genau, was er sich bei dieser Aufstellung jetzt gedacht hat, ganz genau. Ich meine, es hat eine ziemlich einfache Armee ohne Kavallerie. Könnte vielleicht funktionieren, weiß ich nicht. Malekith hat eine Menge Magie dabei. Kann man machen, wenn das der einzige Zauberer ist. Hier Seelenräuber, Blick der Niedertracht. Das ist gar kein Zauber, das hat er ja einfach so. Klingensturm, also eine Menge Magie. Und ich würde sagen, wir legen mal den zweiten Gang ein und gucken uns mal an, wie die Goblin-Streitwägen sich hier so gegen die Schatten schlagen. Und wir sehen schon hier, die Goblin-Streitwägen sind so schnell, dass man mit denen wunderbar feindliches Fernkampffeuer dodgen kann. Also wir nehmen hier zwar ein bisschen Schaden, aber die meisten Schüsse gehen daneben. Und wir können hier mit den Streitwägen, die so schnell sind, einfach ziemlich einfach seine Infanterie, die ja sehr langsam ist, ausmanövrieren und versuchen hier einfach nur so ein bisschen um den Gegner rum zu manövrieren, machen währenddessen ständig Schaden. Der Schaden, den die jetzt im Fernkampf machen, hält sich hier noch in Grenzen, aber es wird sich dann irgendwann auch läppern, und gerade gegen Ziele mit einer geringen Rüstung, wie zum Beispiel diese Schatten hier hinten, ist es auf jeden Fall nicht schlecht, also gar nicht schlecht, auf jeden Fall dieses Fernkampffeuer. Mit der Zeit wird sich da schon ein bisschen was sammeln, und wir sehen hier, wir nehmen zwar Schaden, aber jetzt sind seine Schatten eben ziemlich ungeschützt, was dazu führt, dass wir mit unseren Streitwägen einfach durch die durchfahren können und sie nach und nach immer weiter platt machen können. Bei den Goblin-Streitwägen muss man allerdings aufpassen.
Ihr habt jetzt hier gerade gesehen, der Charge hier war ziemlich lahmarschig. Es lag auch daran, dass die Schatten vor uns weggefahren laufen sind und wir in ihren Rücken gecharged sind. Bei diesen Goblin-Streitwagen ist mir aufgefallen, dass die so eine geringe Masse haben, dass es besser ist, mit zwei Regimentern von denen gleichzeitig in ein Regiment des Gegners reinzuballern, also reinzufahren, reinzuchargen. Einfach nur deswegen, weil ihr dann richtig schönen Charge hinkriegt und nicht irgendwie so arg stecken bleibt, wie jetzt hier in dem Fall. Aber Sie sehen schon hier, die Schatten haben schon gut Schaden genommen von diesem billigen Charge hier. Und machen halt ihrerseits relativ wenig Schaden an unseren Wägen. Und das ist eben genau der Vorteil, den man mit diesen Streitwägen hat, die auch schießen können. Eine Fraktion, die das auch sehr gut kann, sind die Gruftkönige. Mit ihren Streitwägen einfach auch deswegen, weil diese Fernkampfstreitwägen der Gruftkönige, ähnlich wie die Goblins hier, so viele Modelle in einem Regiment haben. Wir sehen hier schon, das geht schon ganz gut und das Schöne ist, diese Schatten sind halt eigentlich eine sehr starke Einheit im Nahkampf, für Fernkämpfer zumindest. Und der hohe Charge-Bonus, also der hohe Angriffsbonus der Streitwagen, der ist nur 38, okay. Habe ich ein bisschen Müll erzählt, also 38 ist schon okay, kann man jetzt nichts sagen. Aber die werden hier einfach so weggeschleudert und werden dadurch eben von diesen Streitwagen doch zerstört. Also es sind halt trotzdem nur Streitwagen, auch wenn sie so einen geringen Charge-Bonus haben. Wir gucken hier nochmal in die Frontlinie rein. Der Nahkampf hier hat jetzt begonnen. Die erste Welle Goblins hat sich hier in die Elite-Kämpfer der Dunkelelfen geworfen. Und werden natürlich ziemlich hart vernichtet werden. Was allerdings nicht heißt, dass sie... Ich meine, das ist ja das, was sie machen sollen. Denn die Dunkelelfen nehmen hier immer weiter Schaden durch die Katapulte. Genau, das ist eben eine Taktik, die ich ganz gern gegen die Elfen einsetze, weil die Elfen einfach so eine überlegen krasse Infanterie haben. Und man muss ja nicht diesen Infanteriekampf annehmen. Man kann ja auch einfach das Ganze so ein bisschen umgehen, zum Beispiel mit so einer Taktik, dass man einfach billige Wegwerfinfanterie reinschickt und dann Artillerie reinschießen lässt. Das kann funktionieren, funktioniert erstaunlich oft. Und wir sehen jetzt hier hinten nochmal, was diese Streitwagen hier noch in der Zwischenzeit mit den Schatten hier angestellt haben. Vielleicht können wir hier nochmal einen schönen kleinen Charge betrachten, weil da charten jetzt nämlich zwei Einheiten gleichzeitig hier in die Schatten rein, die laufen allerdings wieder vor uns weg. Und werden jetzt hier allerdings weggeballert. Schaut mal den Schaden an, den diese Streitwagen an den Schatten machen. Wenn mein Gegner jetzt hier irgendwas hätte, wie zum Beispiel diese Cold One Knights, also diese Echsenreiter der Dunkelelfen, oder die sonstige Kavallerie, wird es mir wesentlich schwieriger fallen. Was allerdings nicht heißt, dass es nicht trotzdem funktionieren würde. Denn wir sind ja einfach viel schneller als die Kavallerie der Dunkelelfen. Und schaut mal her, also die Schatten hier, die sind ziemlich ausgeschaltet mittlerweile. Und unsere Streitwagen haben noch alle Modelle, bis auf einen. Wir haben einen einzigen Streitwagen bisher verloren. Und schon drei Einheiten Schatten so ziemlich niedergeballert. Also das ist schon eine ganz gute Leistung. Und hier vorne in der Frontlinie haben sich jetzt die Schwarzorks hier auf die Hexenkriegerinnen geschmissen, weil die Hexenkriegerinnen sich hier so ein bisschen durchgeschlängelt haben an der Seite und unsere Katapulte bedroht haben. Aber die Schwarzorks sind natürlich der absolute Hard-Counter gegen die Hexenkriegerinnen. Vor allem in Verbindung mit dem Goblin-Bogenfeuer machen die aus denen wirklich in kürzester Zeit, in ein paar Sekunden, machen die aus den Hackfleisch. Und damit haben wir eigentlich jetzt die einzige Bedrohung, die unsere Katapulte hier noch hatten, ausgeschalten. Und ich hätte jetzt auch kein Problem, so ein Regiment Goblin-Bogenschützen hier gegen diese Korsaren der Schwarzen Arche zu schicken. Einfach nur, um Zeit zu erkaufen und so meine Katapulte zu schützen. Denn die sind so günstig, dass man das durchaus machen kann, und da, wenn ich dafür ein paar Sekunden länger mit meiner Artillerie feuern kann, dann ist es wunderbar. Hier kämpfen unsere Wildschweinreiter gegen den Streitwagen zusammen mit Grimgorg, und Grimgorg ist irgendwie ein Held, den viele irgendwie so ein bisschen unterschätzen, glaube ich. Ich sehe ihn kaum online, aber der Typ, ich sehe den so ein bisschen ähnlich wie Sigwald, wenn man einen Helden haben will, der
nicht so einfach zu snipen ist. Und Grimgorg hat im Vergleich zu Siegwald noch den Vorteil, dass er auch richtig bösartigen Schaden macht, vor allem nach dem Patch. Der macht ja jetzt noch mal mehr Schaden als früher. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Kills an und achtet mal auf die Kills, die die Schatten erzielt haben. 6, 0 und 0 Kills. Weil die ganze verdammte Zeit mit meinen verdammten Goblin-Streitwagen kämpfen mussten und von denen halt fast keinen getötet haben. Und die Goblin-Streitwagen haben diese Jungs halt einfach völlig auseinandergenommen. Durch die Charges, durch die Anstürme und so weiter etc. pp. Haben die echt gut fertig gemacht und ich habe noch mehr Schlachten für euch, wo ich die Goblin-Streitwagen benutze. Und ich muss sagen, ich werde jetzt mal ein bisschen experimentieren und mit diesen Goblin-Streitwagen mal ein bisschen rumprobieren, weil ich glaube, dass so Plänkler-Streitwagen echt ganz gut sein können. Ja, Mann, und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.